Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ich begrüße Sie zu meinem täglichen Impuls. Es bleibt sonnig. Wie schön. Ja, die Sonne, sie ist immer noch da und sie treibt uns heraus. Und das ist gut so. Ich freue mich darüber. Und ich lasse mir die Sonne und das gute Wetter nicht mies machen. Die Sonne treibt mich heraus. Und die Sonne treibt auch all die heraus, die heraus wollen, die es nicht mehr aushalten da drin, sondern die in die Natur wollen, die heraus wollen, die vielleicht auch andere Menschen sehen wollen. Und das ist gut so. Und vielleicht ist die Sonne, die jetzt scheint, manchen gar nicht recht. Denn vielleicht gibt es ja Menschen, die es anderen nicht gönnen, herauszugehen, die gerne sehen, dass Menschen in den Häusern hocken, dass sie gleichsam eingesperrt sind. Denen macht die Sonne einen Strich durch die Rechnung. Es bleibt sonnig. Es bleibt sonnig und es soll sonnig bleiben, auch hier in unseren Herzen. Und das ist ganz wichtig. Lassen Sie sich die Sonne nicht wegnehmen. Lassen Sie sich nicht in eine solche Angst und Panik oder eine solche Depression oder Verzweiflung hereinreden, dass es dunkel wird in Ihrem Herzen. Es bleibt sonnig. Und so wie die Sonne scheint, außen und wie die Sonne innen scheint, so haben wir Kraft, Mut und Hoffnung, unseren Weg zu gehen. Und so haben wir Kraft, Mut und Hoffnung auch einzutreten dafür, dass wir wieder hinausgehen dürfen, dass wir wieder die Freiheit leben dürfen, für die wir bestimmt sind. Es bleibt sonnig und das ist gut so. Gott ist die Sonne der Gerechtigkeit. Gott ist die Sonne, die gleichsam die Welt erleuchtet, die der Welt Kraft, Mut und Hoffnung schenkt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.